Für mich ist Rudern irgendwie super facettenreich einfach. Wir haben die Kombination zwischen Kraft und Ausdauer. Es ist einfach ja, ein Gefühl, was manche ein bisschen wie Fliegen beschreiben. Die meiste Zeit verbringt man mit seinem Zweierpartner oder vielleicht noch in der Vierer-Crew, manchmal auch im Achter, aber es sind trotzdem relativ persönliche kleine Mannschaften. Dann kommt noch ein Trainer dazu und das finde ich einfach super, dass man da so ja, wie so eine kleine Familie noch zusätzlich im Sport hat. Ja, es ist halt ein besonders tolles Gefühl, wenn man das glatte Wasser dann durchschneidet mit deinem Boot und du genau merkst, wie du einfach eins mit deinem Boot bist und das Boot schon fast über das Wasser fliegt. Ich bin Pia Greiten, ich bin 24 Jahre alt. Jetzt muss ich erst kurz überlegen, ob ich 24 bin. Ich bin Sophie Oksche, bin 26 Jahre alt. Ja, ich bin Jon, ich bin 21. Mein Name ist Leon Schandl, ich bin 22 Jahre alt und studiere Bauingenieurwesen an der TU in Dortmund. Ja, Dortmund hilft uns insofern gerade beim Studium und Sport sehr viel, weil die Uni eben mit dem Stützpunkt hier sehr gut kooperiert. Hier konzentriert sich alles, wenn man national und international erfolgreich sein möchte. Der Tag hat ja nur 24 Stunden und man muss aber sein Trainingspensum schaffen. Da bleibt dann auch nicht mehr viel Zeit für irgendwie ja, arbeiten gehen, wie das halt der normale Student macht. Das ist für uns halt einfach überhaupt nicht möglich und deswegen ist es halt jede finanzielle Unterstützung einfach hilfreich. DSW 21 hat das ja super gut gemacht für uns, dass auch eben die Spitzensportler eine Möglichkeit haben, dieses Stipendium zu bekommen. Das ist auf jeden Fall erstmal eine große Wertschätzung für den Aufwand und die Zeit, die man dafür investiert. Da bekommt man etwas wieder. Der Deutschlandachter trainiert da die ganz großen, erfolgreichen Sportler und dann hier hinzukommen und die Atmosphäre zu erleben und selber sich schrittweise in die Richtung zu arbeiten, ist für mich damals super besonders gewesen und eigentlich auch immer noch. Man ist nicht hier, weil man keine Lust hat, sondern man möchte was bewegen. Es gab auf jeden Fall schon mal Momente, wo ich überlegt habe, aufzuhören. Zum Beispiel war ich 2019 relativ lange verletzt und bin dann eben ausgefallen. Das ist sehr viel Zeit, die dann ins Land streicht, sage ich mal, wo man eben nicht trainieren kann und auch sehr viel an Physis verliert. Und man eben auch Geschmack findet am normalen Leben. Dann ist das schon immer eine, also geht das Karussell dann schon an manchmal, ja. Ich bin dieses Jahr im Winter 3 Monate ausgefallen wegen Rippenverletzung, wodurch sich dann natürlich auch die Vorbereitung auf die olympische Saison für mich verschoben hat und ich es letztendlich auch nicht geschafft habe, mich für Olympia zu qualifizieren. Ich mache ja Leistungssport, weil ich jeden Tag besser werden möchte und wenn ich weiß, dass das noch nicht das Limit war, was ich bis jetzt gezeigt habe, dann reizt das einen schon oder juckt es in den Fingern, da nochmal diese Grenzen eben auszuloten. Ja. Ich bin die nationale Qualifikation im Einer noch gefahren und ich hätte in 2 Rennen jeweils Erste werden müssen und ich bin jeweils Zweite geworden und ja, in dem Moment gab es eigentlich nichts anderes für mich als eben große Enttäuschung und kann man ganz schwer beschreiben, weil es wirklich so ein bisschen ist, wie wenn so eine Seifenblase zerplatzt. Ich hatte eine Thrombose und dann ist da eine Lungenembolie draus geworden. Also solange seine Sportart funktioniert, kann man die ja machen. Man möchte kein Training abbrechen. Dann kommt da sowas bei raus, dass man halt ja, sein Leben auch in Gefahr bringt, obwohl man es gar nicht möchte. 1-2 Wochen danach bin ich direkt wieder ins Training eingestiegen und habe mir neue Ziele für die Saison gesetzt und bin die super konsequent und vor allem mit viel Spaß am Rudern angegangen, was für mich gerade nach so einer großen Niederlage irgendwie extrem wichtig ist. Das ist ein großer Bestandteil, ein wichtiger Bestandteil in meinem Leben. Wenn das nicht wäre, würde auch was meinem Leben fehlen, würde ich jetzt behaupten.